Wenn der Captain von der Titanic, Christa Rigozzi, an Bord hat, dann wäre der Eisberg geschmolzen. Wie so viele, die Christa schrammen. Ich liebe dich! Danke! Ich habe immer mich gewünscht, ich wollte Detektiv werden. Ja, darum habe ich auch studiert, was ich studiert habe. Und dann plötzlich hat es etwas geändert. Und jetzt bin ich da neben dir. Aber das Leben ist es so. Christa Rigozzi! Das Publikum hat Freude, wenn Christa kommt. Und die Jury auch. Weil, wenn sie etwas sagt, dann meint sie es auch. Ja, ja, ja! Ja, ich, ja! Du hast ja, hä? Ja, ich, ja. Ja, ja, ist es nein? Sie hat ihr Gesicht nicht immer ganz unter Kontrolle. Kein Wunder, wenn man zum Energy Drink einen Kaffee trinkt. Gibt es denn eine Bewegung? Nein. Also im Gesicht bewegt sich alles. Das schwach ist sie und kann darum jede Stimmung sofort aufnehmen. Das macht sie freiwillig. Aber auch auf Befehl. Machen Erdmännchen! Erdmännchen! Sie zeigt immer, was sie findet und was sie will. Ja, ja, ja und ja. Ist für mich vielleicht mal eine schöne Gelegenheit zu erwähnen, dass dein Mann gerade hinter uns sitzt. Ihr seid so sexy wie Bobos 3-Tage-Bart. Und sie kennt jeden Double. Meine Freundin! Pardon, jede Kuh. Meine Freundin vom letzten Jahr! Sie kennt aber auch einen Haufen Menschen. Ich kenne sie. Ist nicht, dass du da deine Kollegen einlatschst, aber... Nein! Sie jemand auch. Wo hast du gesagt? An meiner Hochzeit in der Kirche hat sie gesungen. Ah, und ihn? Seine Schulkollege von mir. Nein. Aber ich hatte wirklich keine Ahnung, dass er da kam. Also, ich bin... Also ein 8. Schulkollege? Ich war schon in der Schule, bist du überrascht? Wenn jemand eine fremde Sprache redet, dann tut Christa gerne übersetzen. Come si intitola la tua canzone? Viaggio oltre il deserto. Ah, Reisen über die Würste. Okay. Ja. Nicht die Würste. Ich muss sagen, von der Musik nicht so viel mitbekommen. Ich bin Mann, ich kann mich nur auf etwas konzentrieren. Und auf Italienisch? Okay, ovviamente essendo l'uomo, no, ancora l'uomo primitivo. Manchmal übersetzt auch der Bobo. Also Brian, du bist sexy und du kommst aus... Nein. Ich wollte sagen, nein, ich wollte auf Schweizerdeutsch. Ach so, Schweizerdeutsch heisst sexy, elfi. Ja, ihr könnt schon lachen, aber dafür kann sie Fremdsprachen. Es ist höhere gut. Die Christa hat es gern, wenn es klopft und tatscht. Ich bin gerne eine Sadistin. Ja, ja. Quizfrage: Welches ist da Trampensau? Die Christa Rigozzi rockt. Und darum versucht sie sich für einmal sogar selber als Rockerin. Das war mein erster Auftritt. Und ich denke auch die letzte. Das ist grusig.